Willkommen zurück zu Let's Play WWE 2K14. Wir machen weiter mit WrestleMania 23. Ich gehe allerdings auf dieses Menü, damit ich in Ruhe die Story vorlesen kann. WrestleMania 23, der Undertaker gegen Batista um die World Heavyweight Championship. Beim Royal Rumble 2007 überstand der Undertaker 29 Superstars und verdiente sich einen Kampf um den Weltmeistertitel bei WrestleMania 23. Oh, wie schlecht übersetzt, ey. In der Raw-Veranstaltung vom 5. Februar griff der Undertaker den World Heavyweight Champion Batista mitten im Ring mit einem Chokeslam an und stellte damit klar, dass er sich The Animal bei The Showcase of the Immortals stellen würde. In den Wochen vor WrestleMania 23 kämpften Batista und Undertaker gemeinsam als Tag-Team. Batista sagte, dass er The Deadman respektiere. Nach mehreren Attacken des Undertakers verlor Batista allerdings den Respekt vor ihm. Das zeigte sich auch bei No Way Out, als Batista einen heftigen Spinebuster bei seinem WrestleMania-Gegner landete. Was denn ein heftiger Spinebuster? Gibt's auch einen unheftigen? Naja. Ne, vor allem World Heavyweight Champion haben sie mit hier reingenommen, aber Weltmeistertitel, ne? Boah. Schrecklich sowas. Ja. The Undertaker vs. Batista at WrestleMania 23. Meine erste richtige WrestleMania. Aber, ja. Fand ich eigentlich auch noch ganz in Ordnung. Ich fand eigentlich alle WrestleManias in Ordnung. So ab WrestleMania 25 wurde es allerdings etwas schlechter, meiner Meinung nach. Danach fand ich nur noch einzelne Matches gut. Davor halt immer die ganzen Veranstaltungen. Und sie haben sogar das kleine Intro des World Heavyweight Title Matches von 2007 mit eingebaut. Finde ich gut. Wieder so kleine Details, ne? Und los geht's. Ja. Die Jumping Clothesline gleich zu Beginn. Und zack, zack. Verdammt. Und ein paar saftige Schläge in den Nacken. Zack. Und Neckbreaker. Zack, sauber. Und wieder der Nacken, der bearbeitet wird. Müsste jetzt eigentlich schon gelb sein. Jo. Okay, jetzt wollte ich eigentlich den Leg Drop zeigen, aber... Und der Punch ins Gesicht. Und... Fall Away Slam vom Undertaker. Sitzt alles, sitzt alles. Wir brauchen zwei Signatur-Moves insgesamt. Einen für die Last Ride und einen für den Chokeslam. Whip in die untere Ringecke von Batista. Und der Bulldog. Warum hat er jetzt einen Signatur-Move? Wovon? Und die Last Ride. Komm, die sitzt doch. Jo, die sitzt. So, jetzt will ich den Oh My God Moment hier noch eben ausführen. Komm. Und Clothesline übers Seil. Und der Trademark-Sprung übers oberste Seil. Er nimmt Anlauf und Flying to the Air. Ich kann nicht so gut schreien wie Jim Ross. Zack. So. Jetzt brauche ich allerdings noch einen Chokeslam. Und der Konter, zack. Komm wieder rein. Besser ist es. Komm. Batista. Aufs Seil setzen und den Chokeslam. Geht er da draußen? Nee, in den Ring. Und jetzt den Leg Drop.
Komm. Aufstehen. Sauber. Zauber. So muss das. Und jetzt. Konter von Batista. Und nein, nicht die Batista-Bomb, nicht die Batista-Bomb und die Batista-Bomb, fuck. Und mein Signaturmove ist gleich weg. Ja, der ist weg. Und der Fall-Away-Slam. Ja, wir brauchen wieder einen Signaturmove. Das finde ich auch so ein bisschen unglücklich, dass der Finisher automatisch gespeichert wird. Anstelle einfach den Signatur-Move eine Zeit lang zu lassen. Und der Russian Leg Sweep von Batista. Und der Sidewalk Slam. Oder der Spinning Side Slam, wie man ihn auch nennen will. So, komm. Und. Jo, und diesmal sitzt der Chokeslam. Und. Jo. Der sitzt. Der Tombstone Piledriver sitzt. Und jetzt. 1, 2, 3. Und der Undertaker wurde bei WrestleMania 23 erneut World Heavyweight Champion. Oder erneut World Champion. Der WWE-Titel gilt ja teilweise auch als World Title. Teilweise. Und auch das finde ich geil in diesem Spiel, dass endlich einige Superstars ihre eigenen Titelsequenzen bekommen haben. Früher ist der Undertaker wie Rey Mysterio durch den Ring gehüpft, wenn er einen Titel gewonnen hat. Und hier in diesem Spiel haben sie ihm endlich seine eigene Titelanimation gegeben. Etwas überfällig, aber immerhin besser spät als nie. So, das war der erste Main Event von WrestleMania 23. Wir gucken uns sofort den nächsten an. Oder spielen den nächsten. Oh, gut, das sollte nicht drin vorkommen, wenn ich Pech habe. Ne, gesperrt und so. Ja, egal. Shawn Michaels besiegte Randy Orton und Edge in einem Match und verdiente sich... Was ist das denn für ein Satzbau? Shawn Michaels besiegte Randy Orton und Edge in einem Match. Oh, was für schlechte Reime, wie beim Grinch. Und verdiente sich einen Titelkampf gegen WWE-Champion John Cena bei WrestleMania 23. Während eines planmäßigen Tag-Team-Matches zwischen Rated RKO und Cena und Michaels landete The Heartbreak Kid beinahe eine Switch in Music bei Cena. Nachdem Orton aus dem Weg gegangen war. Später ließ Edge Orton allein im Ring zurück, sodass Cena und Michaels das Match gewinnen konnten. Bei der letzten Raw-Sendung vor WrestleMania 23 bildeten Cena und Michaels ein Team, um sich Batista und Undertaker zu stellen. Cena und Michaels schienen der Sieg sicher zu sein, doch Michaels setzte Cena durch eine Switch in Music Schachmatt, sodass Batista und der Undertaker den Kampf gewinnen konnten. So, kurzer Hintergrund nur. Und dann stand halt der Main Event von WrestleMania 23, John Cena gegen Shawn Michaels um die WWE Championship. War eigentlich ein richtig geiles Match, auch wenn das Match danach, also das Match vor Backlash, war wesentlich geiler. Schöner Entrance hier mit dem Auto. Allerdings, wie gesagt, das Match nach WrestleMania 23 war wesentlich geiler. Das Match ging einfach über eine Stunde. Und ja, wie gesagt, es war einfach geil. Aber trotzdem, schlecht war dieses Match auf keinen Fall. So. Whip in und der Hip-Toss folgten. So, jetzt die Schlagserie. Der Ansatz zum Suplex, aber der wurde in den Russian Leg Sweep gekontert. Ach ja. Zack. Das wird gekontert. Jetzt müssen wir ihn nach draußen befördern. So, aufstehen. Oh, und zack.
Da wirft er uns auf das Kommentatorenpult. So, komm, du steh auf. Ich muss dich dagegen rippen. Der Vorarm Smash. Mann, was zur Hölle? Endlich. Und der Enziguri sitzt. Und was folgt als nächstes? Der Springboard Moonsault. Und der sitzt ebenfalls. Und damit ist das erste Ziel schon mal erledigt. Jetzt müssen wir den WrestleMania-Moment abschließen. So. Fuck. Okay, den Suplex kontert er und zeigt selber ein. Oh, oh, oh. Und der Takedown sitzt ebenfalls. Overhead. Neckbreaker sitzt ebenfalls. Overcastle wurde es früher genannt in den Moveset-Einstellungen. Body Slam sitzt und oh, der WrestleMania-Moment steht an. Die fängt er ab und die Clothesline sitzt ebenfalls. Und jetzt der Five Knuckle Shuffle. Den roten Kopf hat er noch nicht, aber... Nee, ich werde den STF auch noch nicht ansetzen, weil er beim ersten Mal noch rauskommt wegen seiner Widerstandsfähigkeit. Deswegen warte ich da lieber noch. Und der Fisherman Suplex sitzt ebenfalls wieder. Okay, der Finisher ist weg. Jo, Arschkarte. Das glaube ich, weil ich die den Wake-Up-Town benutzt habe. Komm. Komm. Und... Five Knuckle Shuffle vom Ringseil, der sitzt. Und der erste Ansatz zum STF, da wird er allerdings jetzt noch rauskommen. Ja, seht ihr, durch seine Widerstandsfähigkeit kommt er da noch raus. Müssen wir uns also nochmal einen Finisher erarbeiten. Atomic Drop von Michaels und der Drop Toe Hold. Er wollte es, er hat die Taunt gemacht, dass ich kommen soll und das habe ich gemacht. So. Komm. Oh, 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 fuck, das sollte der Leg Drop vom Seil werden. Und die Powerbomb von Michaels als Konter. Fist Drop sitzt auch wieder. Ja, mittlerweile ist es etwas einseitig, aber der One-Handed Bulldog. Und jetzt kommt noch, komm, der Five Knuckle Shuffle. Ey, der hat sich gerade automatisch gedreht.
in diese Position. Pfui, Deivel, sowas. Und der STF sitzt. Und damit gibt Michaels auf. Und Cena verteidigt seinen WWE-Titel. Und somit hatte Cena innerhalb von 2 Jahren die ganze DX zum Aufgeben gebracht. Bei WrestleMania 22 hat er Triple H zur Aufgabe gezwungen. Und bei WrestleMania 23 jetzt Shawn Michaels. Ja, das war WrestleMania 23. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zugucken. Und wir sehen uns bei WrestleMania 24 dann wieder. Bis dahin. Tschüss.